Ja, hallo und herzlich willkommen zu Days Gone. Wir fahren heute. Da kommst du nicht hin. Da ist irgendwas. Ich denke mal, wir machen jetzt erstmal den. Weil vielleicht ist da ein Tunnel, wo ich da hinfahren muss, hingehen kann. Okay, gucken wir mal. Wir fahren jetzt erstmal dahin. Machen wir es heute, das Ding. Das Dinge mal. Das Dinge mal in Wuppertal. Ahahaha, Wittlersdorf. Castle Creek. Wer springt wieder? Ja! Bist du aus dem Lager raus? Bist du schon, hast deinen Sprit schon verbrannt? Corporal St. John, ich muss Sie sehen. Ich bin im Diamond Lake Außenposten. Verstanden. Ich komme so schnell ich kann. Moment mal. Nein, nicht hier lang. Nein, nein, nicht hier lang. Scheiße, falscher Weg. Muss mich genau umschauen. Was haben wir hier?
Weiter geht's. Colonel, ich habe ihn gefunden. Kein Zweifel. Denken Sie daran, ich will ihn leben. Ja, Sir. Colonel, nicht wickeln. St. John Ende. Okay, na los, du Arschloch. Verdammt, nein! Lass ihn nicht entkommen, Deke. Ob ich ihn kriege, weil naja. Boah, das Schwein, ey, Schweinewelt halt. Okay, was zum... Fahnenflucht ist das eine, aber man muss nicht auch noch zwei Leute umbringen. Lass mich, bitte, lass mich gehen. Ich sag dir, wo das Zeug ist. Ich schwör's. Tut mir leid, Kumpel. Sag's dem Colonel. Sie haben den falschen. Den habe ich jetzt... Auch, Kopfgeldjäger. Colonel, ich hab ihn, lebend. Übertrage Koordinaten. Die Freaks. Corporal, gut. Ich schicke eine Patrouille. Machen Sie Meldung. Garrett Ende. Ich bin hier. Mal sehen. Gut. Da habe ich schon was gucken. Was haben wir denn hier so? Könnt ihr jetzt zurück, dann wäre das. Dann habe ich noch was hier. Dann haben wir hier und da noch Sachen. Aber wie komme ich denn da hin? Wir können mal Folgendes machen. Wir sagen den erstmal. Den. Und dann fahren wir hier so zurück. Einfach mal, weil wir es können. War es mit so einem weiteren Anforderungsschein.
Ja, also im Moment, ja. Halt, 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 halt. Was ist das? Schrott. Schrott ist immer gut. Wir haben noch einen Schrott, das ist das Problem. Lass uns mal den vorderen Schein holen. Komm, mach mal den vorderen Schein, weil es hat irgendwo keinen Sinn. Das ganze Ding wieder zurück. Oh Gott, ehrlich. Doch nicht. Hätte ich jetzt gedacht. Ah. Sarah. Ja, leg's auf den Tresen, bitte. Okay. Es tut mir leid. Es ist manchmal einfach wirklich frustrierend für mich. Das wusste ich nicht. Ja, gib mir noch einen Anforderungsschein. Nein, weißt du was? Ich werde dir den hier nicht geben. Was? Warum nicht? Weil ich dich diesmal begleite. Gehen wir. Cool. Na los, Soldat. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Ja, klar. Wann warst du das letzte Mal draußen? Ich meine, draußen in der Außenwelt. Hey, ich habe Sachen besorgt wie alle anderen auch. Aber es stimmt schon. Es ist eine Weile her. Hast du überhaupt ein Bike? Ja, aber ich glaube, ich fahre lieber bei dir mit. Dann wären wir nicht voneinander getrennt. Ja, Ma'am. Hör auf mit... Hey, warst du schon in der Arche? In den Höhlen hier. Ja, es gab die große Besichtigungstour mit dem Colonel persönlich. Komm schon, selbst du musst ihm einiges zugute halten. Seine Vision, ich meine, der versucht zu retten, was wir können. Tja, eins ist sicher. Diese Insel hier ist eine Festung. Wer hier rein will, muss schon einen Wahnsinnskampf liefern. Ganz genau. Hier, das ist mein Zelt. Die wilden Anforderungsscheine im Bett. Wow, wie nett. Man sieht den weiblichen Touch. Ach, genau. Ich bin fast nie hier. Die meisten Nächte verbringe ich auf der Liege im Labor. Schau dir das an. Ein nützliches Ding. Das war ein Geschenk von Matt, als ich hier ankam. Matt? Der Colonel. Ach, Mann, komm schon, Deacon. Ist nur eine Waffe. Matt. Der Matt, den kill ich, den kill ich. Gehen wir hier lang. Ich zeig dir was. Ich komme schon. Als ich herkam, hatte die Miliz fast jeden Baum auf der Insel gefällt. Ich bat Matt, den Colonel, den letzten zu verschonen. Ach ja, und warum hast du das getan? Erinnerst du dich an unser Wochenende hier am Crater Lake? Nach unserer Hochzeit? Boozer und Joni. Ja, ich erinnere mich. Hey, ihr habt viel Bier getrunken. Ich wusste das nicht. Egal. Auf jeden Fall dachte ich, als der Mount Mesama ausbrach, wie lange dauert es wohl, bis die Lava kalt war, der Boden sich formte, die Bäume wuchsen. Wenn alles vorbei ist, wenn wir die Insel verlassen, soll hier wenigstens noch ein Baum stehen. Hör zu, diesen Leuten hier ist das alles scheißegal. Ich war in ihrer Todeszone. Naja, der Colonel will den Krieg gewinnen. Und wenn meine Arbeit erst einmal erledigt ist, muss er nichts mehr niederbrennen. Okay. Bin ja gespannt. Soll ja mehrere Enden geben. Hab ich nur mitgekriegt. Also ich weiß, was ist das immer nicht. Mal gucken. Was ist? Nichts, nur.
Schon gut. Halt dich fest. Ich erinnere mich. Oh Mann, ey. Östlich von hier gibt's ein Community College. Beim Highway. Kennst du das? Ja, nehmen wir die Südbrücke. Das geht schneller. Sehr gerne. Hey, ich muss das fragen. Dieses Zeug, die Hefe und das Silikon. Wozu ich das brauche? Die Waffe, an der ich arbeite, ist ein Virozid. Ich will den Virus, der die Mutation auslöst, isolieren und zerstören. Okay. Dass nicht gesagt wird, weil welche Gefühle man hat, ne, dem Partner gegenüber. Man hält sich immer zu zurück irgendwie. Kannst du den Freaks davonlaufen? Nein, verdammt! Los, streng dich an! Ja. Kann ich dich was fragen? Nach dieser Nacht in Farewell, was ist... Ich meine, wie seid ihr entkommen? Naja, das war echt ziemlich knapp. Als die Cops weg waren, fingen die Leute, also die noch lebten, an, Straßensperren zu bauen und alle abzuknallen. Irgendwie schafften wir es zu diesem Flüchtlingslager. Wir dachten, du wartest auf uns, aber wie gesagt, es war weg. Und in anderen Lagern das Gleiche. Keine Überlebenden, alles verbrannt. Also, in nur einer einzigen Woche wurde das Tal zur Kriegszone. Die Leute töteten, um an Essen zu kommen. Und manchmal töteten sie auch völlig grundlos. Hätten Boozer und ich nicht zusammengehalten, wir hätten es nicht geschafft. Warte, Boozer, er lebt? Wo ist er? Was ist mit ihm passiert? Ja, er lebt, aber er ist in einem Camp im Norden. Er kann nicht mehr fahren, weil er einen Arm verloren hat. Aber er lebt. Ich bin so froh, dass er lebt. Es tut mir leid, ich hätte früher nach ihm fragen sollen. Das ist alles gut. Okay, ich bin dran. Hör zu, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber dieser Abend in Farewell, mein Mongrels Ring, hast du ihn noch? Deacon, es tut mir leid. Richtlinie des Colonels. Sie konfiszieren deinen Schmuck, wenn du ins Camp einziehst. Sie schmelzen das Gold und Silber ein für Weavers Projekt oder was auch immer. Ich hab gar nicht mehr daran gedacht. Es tut mir wirklich leid. Nein, mach dir nichts draus. Keine Ahnung, ich hab nur laut gedacht. Unwichtig. Geht die noch? Oder kann ich da hinfahren? Hier, ich glaube, das ist es. Er weiß ja gar nicht wohin. Einerseits. Ach, hier waren wir doch drinnen, ne? Warst du schon mal hier? Einmal. Bevor. Du weißt schon. Berufsinfo. Ich sollte einen Vortrag über aufregende Berufe in der Biochemie halten. Gott. Was? Gar nichts nur. Ich hätte lieber darüber reden sollen, wie man den Weltuntergang überlebt. Na los. Ja, immer noch ein Funkgerät dabei, ne? Wie sollen wir da durchkommen? Versuchen wir es außenrum? Nein, warte, ich kann dich hochheben. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Geht's? Ich hab's. Hier, Vorsicht, Kopf. Alles klar. Scheiße, was ist hier passiert? Das hier war eins der ersten Camps. Es wurde aufgebaut, bevor man wusste, dass die Horden die Highways so lieben. Als ich herkam, war es längst ausgelöscht. Dieser ganze Ort muss vor Freaks nur so wimmeln. Ja. Weißt du, wo wir hin müssen? Wie gesagt, ich war nur einmal hier, aber das Forschungsgebäude müsste dort sein. Ach, verdammt, Krabbler. Okay. Oh, Moment mal. Was ist? Ich will lieber kein Aufsehen erregen. Wer weiß, was da drin ist? Oh, wir wissen, was drin ist. Verdammte Krabbler. Komm, wir gehen außen rum. Ha ha ha!
Hier kommen wir nicht durch. Nein, wer auch immer hier gelebt hat, hat alles ziemlich gut verrammelt. Wie wäre es hier durch? Die Tür ist verschlossen, aber nicht verrammelt. Kriegst du sie auf? Ich versuch's mal. Ich glaube, ich könnte das. So. Das war's. Hier durch. Sieht gut aus. Komme. Hier, pack mal mit an. Moment, okay. Okay, bereit? Schieb! Schieb, du musst ziehen. Okay. Bist du bereit? Los geht's. Oh, Scheiße. Los, zurück, zurück. Schon. Verdammt. Wir finden einen anderen Weg. Nein, warte, warte mal. Wir schaffen das. Was? Wir schaffen das. Wenn wir beide da rausgehen, locken wir sie nur alle zueinander. Also, warte mal kurz. Was, wenn du da oben raufsteigst und mir dann von da Deckung gibst? Du übernimmst die Streuner, ich erledige den Rest. Oh. Bist du ganz sicher? Ja, ja, ja. Ich mach das andauernd. Du darfst nur nicht aufhören zu schießen, okay? Deacon. Wenn ich durch bin, machst du hier zu. Okay. Das war's für dich. Komm schon, das packen. Frage ist, wo ist hin? Ich glaube, das war's. Ja, komm weiter. Alles sauber. Alles okay? Ich hab keinen Schrott, Mann, das ist das Problem. Das war echt ein bisschen zu knapp. Die hatten keine Chance. Der Lärm wird noch mehr anlocken. Ja, aber dann sind wir längst weg. Wohin jetzt? Ich weiß nicht. Die haben hier alles verbarrikadiert. Sehen wir mal, ob irgendwo ein Loch in den Wänden ist zum Hochklettern. Okay, ich sehe mich hier um. Hier drüben, ein offenes Fenster. Ich komme. Okay. Bräuchte ich Schrott, ey, um den Geht das? Minimum drei oder vier. Ja, ja, alles klar. Moment, ich such was für dich. Sarah! Warte, ich such was, das ich runterwerfen kann. Oh, Scheiße! Nein, Deacon! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Verdammt! Such einfach was zum Hochklettern für mich! Bin dabei! Einmal. Verdammt. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Deacon, hier! Und noch einen. Die Waffe ist geil. Ich weiß nicht. Weißt du, du wolltest mich doch immer überreden, wieder zur Schule zu gehen.
Oh, na ja. Jetzt hast du es endlich geschafft. Besser spät als nie. Oh, okay. Danke. Bereit? Mhm. Dann los. Okay. Hier, diesmal gehe ich zuerst. Ja, Ma'am. Wie Sie wünschen. Wie nach einem Bombenangriff hier. Ja, vielleicht war es einer. Na los, ich glaube, hier geht es rein. Okay. Oh, die Tür klemmt. Ja, das Nein, geht ja. schon. Ich schaff das. Siehst du? Ich sag's dir. Siehst du? Wie gesagt, ich schaff das. Ja, ja. Sehr gut. Danke. Geil. Wie dringend brauchst du dieses Gerät? Komm schon, wir haben es fast. Wir werden jetzt nicht aufgeben. Ich frag ja nur. Hier sind viele Sachen, aber ich finde die nicht. Hier irgendwo? So sind also die Freaks reingekommen. Da könnte wohl jemand nicht einparken. Die Luft ist rein. Warte mal gerade. Fest verriegelt. Fuck. Ich hoffe, da passiert mir jetzt nichts, weil ich jetzt hier... Ich muss auf jeden Fall... Dich kann ich brauchen. Genau. Ich brauche Schrott, verdammte Scheiße, ey. Weil ich komme mit der Waffe echt gut zurecht. Kommen die angelaufen, bumm, tot. Laufen kann ich nicht. Ich muss leider gehen. 3 Kilometer. Nur. Warte, hier gucken. Ah. Hey. Ne, einen Strick habe ich noch. Da ist ja nichts hier drin. Ja, das ist alles Scheiße. Ich will Schrott. Ah, der geht ja so langsam. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Shit! Mehr Barrikaden und zwar überall! Check die Gebäude. Ich sehe das Forschungsgebäude da drüben. Wir müssen einfach durch die Barrikaden. Ich komme jetzt nicht rein. Fuck it. Ich gehe mal hier rein. Ja, ich bin gleich da. Fuck it, ey. Offenes Fenster. Okay. Hier, ich heb dich wieder hoch. Aber diesmal... Finde ich schneller was, wo du hochklettern kannst. Ja, ganz genau. Gott. Okay. Gut, warte. Hey, und versuch diesmal keine Schwärme anzulocken, ja? Na sicher, klar. Ich werde es versuchen. Sarah! Sarah!
Sarah, halt durch! Komm schon! Komm schon! Oh nein! Nein, nein, nein! Na, Sarah! Verdammt, Sarah! 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 Nein! Verdammt, nein! Sarah! Sarah! Wo bist du? Komm schon, antworte mir! Wenn dir irgendwas passiert ist. Sarah! Ich werde jeden einzelnen von euch umbringen. Sarah, antworte mir! Weiter hier. So weiter gehen wir. Sarah? Sarah! Hey. Alles gut, alles gut. Du bist okay. Hey, komm schon. Mir geht's gut. Komm, wir sind fast da. Das Wissenschaftsgebäude. Ja, sieht so aus, als hätten sie die Hütte von innen komplett dicht gemacht. Komm, es muss einen Weg reingeben. Bist du auch wirklich okay? Ja, war nicht mein erster Freak. Ich weiß, aber... Die kennen alles gut. Gehen wir. Lass uns zusammenbleiben. Ja, ich bin gleich da. Okay, ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Das war's für heute und morgen geht's weiter. Oder heute, wenn ihr die Folge dann später seht. Alles klar, bis dann. Bei eurer Zeit, gebt dem Video einen Daumen hoch, Kommentar, Abo, ihr wisst Bescheid. Bis dann, ciao. Bar mit V. Nämlich mit dem hier.